ein Update von der Limelight. Damit waren wir wieder hier. Wie ihr wisst, sind unsere Videos nicht immer aktuell, sondern wir hinken so ein bisschen hinterher, so circa 2 Monate. Und jetzt wollen wir die Chance einmal nutzen, euch ein aktuelles Update vom 26. Februar 2021 zu geben. Wir sind jetzt hier in Panama seit 14 Monaten. Sind im Februar letzten Jahres durch den Panama-Kanal gegangen. Waren eine ganze Zeit in den Las Perlas mit der Hoffnung, dass wir nach Französisch-Polynesien segeln können. Haben einen Anlauf gestartet im März. Das wollten wir gemeinsam mit dem Glenn machen. Das hat sehr. Habe ich versaut? Das hat nicht geklappt. Da nämlich der Flug storniert wurde. Damals waren wir noch guter Hoffnung, dass das einen Monat dauert und wir dann lossegeln können. Aber heute ist schon Februar 2021. Zwischenzeitlich waren wir ja mal 3 Monate in Deutschland, sind jetzt seit Oktober gemeinsam mit dem Glenn hier wieder in Panama. Zwischenzeitlich haben wir die Limelight aus dem Wasser gehabt, haben neues Antifouling gestrichen, sind wieder in die Las Perlas, haben uns einige schöne Stellen angeschaut und haben uns dann entschieden, Richtung Costa Rica zu fahren. Dort sind wir momentan, also nicht in Costa Rica, sondern ungefähr 40 Meilen vor Costa Rica in der Nähe von Boca Chica. Im Moment liegen wir vor der wunderschönen Insel Parida. Es ist etwas ganz Besonderes, weil hier gibt es sogar eine Strandbar, die offen hat. Da kann man mal hingehen und ein Bierchen trinken oder auch mal einen kleinen Hamburger essen. Das ist schon ganz schick. Das ist den einzigen Nachteil, den man hier hat, das ist halt, dass am Wochenende sehr, sehr viele Menschen da sind und es sehr laut ist. Anfang Februar haben wir den Antrag gestellt, um nach Französisch-Polynesien zu fahren. Leider wurde dieser Antrag im Endeffekt abgelehnt, weil sie die Grenzen dicht gemacht haben und keine Touristen mehr nach Französisch-Polynesien kommen. Jetzt müssen wir uns etwas einfallen lassen, wie wir diese Zeit am besten überbrücken, bis das wieder offen ist. Wir haben uns jetzt überlegt, da wir nun schon so dicht an Costa Rica auch sind, dass wir in Richtung Mexiko fahren und uns ganz langsam an den Küsten Mittelamerikas nach oben hangeln, manchmal Tagestouren oder vielleicht mal 1-2 Nächte unterwegs sind, bis wir dann in Mexiko sind und das eigentliche Endziel momentan, solange Französisch-Polynesien zu ist, ist dann für uns die Sea of Cortez, wo es super schön sein soll und das wollen wir uns halt alles mal ansehen. Sobald wir erfahren, dass Französisch-Polynesien offen ist, werden wir den Antrag stellen, in der Hoffnung, dass sie uns dann auch endlich reinlassen und uns so schnell es geht auf den Weg dorthin begeben. Weil das ist ja unser Ziel. Weil wir nämlich kristallklares Wasser haben wollen, Atolle besuchen, Hula-Hula-Tänze sehen wollen. Kannst du nach Hawaii? Dazu willst du nach Hawaii oder was? Nein, das machen die auch in Französisch-Polynesien. Hab ich gesehen. Okay. Ja, alles in allem können wir es eigentlich kaum abwarten, endlich über den Pazifik zu segeln. Aber jetzt freuen wir uns auch, dass es endlich losgeht. Also vermutlich so in 3 Wochen. Einer Woche. Weil unser Segel ist nämlich immer noch nicht da. Und wir haben auch noch keinen Bescheid bekommen, wann es denn fertig ist. Und wir haben uns ein Limit gesetzt. Wenn es bis dieses Wochenende keine Meldung gibt, fahren wir los und lassen uns das Segel nach Mexiko schicken. Es wird Zeit, mal wieder etwas anderes zu sehen als Panama und mal wieder unterwegs zu sein. Ich freue mich auf Tequila. Und Tacos. Tequila, Tequila! Und du brauchst ein Sombrero. Ach nee, du wolltest den Poncho. Aber es ist kein leichter Weg nach Mexiko hoch. Die Winde sind momentan eher schwach und wenn, dann kommen sie aus Westen. Die Strömung kommt oben von Mexiko runter. Wir hoffen, dass wir da in Tagesetappen fahren können, schleichen uns die Küste Mittelamerikas hoch, vorbei an Costa Rica, Nicaragua
Honduras, El Salvador und Guatemala. 6 bis 8 Wochen an der Südküste von Mexiko anzukommen. Das war ein aktuelles Update. Alle anderen Folgen kommen im üblichen Rhythmus. Sofern das Internet vorhanden ist. Das ist ganz wichtig, genau, weil da hier ist ganz schlecht. Momentan echt ein Problem. Aber ihr könnt euch ja bei der Stange halten, indem ihr die alten Videos nochmal guckt. Ja, das ist eine gute Idee. Also, bis demnächst. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao. Hallo! Willkommen bei Spaß mit Flaggen. Guten Tag. Hier sind wir bei der Selbsthilfegruppe der Limelight. Mein Name ist Glenn und mein Problem ist... Ich muss so viel lernen. Mein Problem ist, ich krieg zu viel zu essen. Das sieht man. Ja, oder? Das sieht man. Volle Lotte. Hallo? Fängt man denn an? Grüß dich!